Willkommen zurück zu Terraria Folge Nummer 22. Leider doch gerade nicht in der Wüste, in dem Sandgebiet, weil, naja, da war nochmal eine Sessionpause zwischen und ich will noch was kraften. Ja, ich habe zwischendurch auch wieder ganz viel geangelt offscreen, habe auch außerdem nochmal hier den Schatztruhenraum ein bisschen sortiert. Jetzt gibt es hier verschiedene Truhen, Materialien, Farbstoffe, Gel, Seil und so weiter. Hier gibt es Holz, Stein und Dreck drinne und dann hier die ganzen verschiedenen Blöcke. Hier sind dann Wände, hier sind Silt, Slush und Desert Fossil drinne und hier die Juwelensteinchen und so weiter. Das ist alles jetzt ein bisschen schöner sortiert, damit ich da ein bisschen nicht ganz so genervt von bin, wenn ich das immer umsortieren muss. Und das sollte eigentlich auch schon weg sein. Und Alex wieder nicht richtig aufgeräumt, nachdem er hier umgeräumt hat. So. Nein, doch. So. Ja, wir wollen noch mal ganz kurz was craften. Und zwar kann man hier noch eine Fackel hinstellen. So. Kann man hier aus diesen ganzen Sachen kann man noch was craften. Kann man beim Mechanic kaufen, kann man beim Goblin Tinkerer kaufen, kann man beim Mechanic kaufen, kann man den Rest kann man alles beim Mechanic kaufen. Das heißt, wenn man einfach ein bisschen Kohle hat, kann man sich das einfach craften. Ohne Probleme. Und zwar macht man aus der Linse, die braucht man dafür, aus der Linse, dem Ruler und den 60 Kabeln und außerdem der Multicolor Wrench, macht man das sogenannte The Grand Design. Allows ultimate control over wires. Damit können wir quasi dann alles, was man mit Verkabelungen machen muss, machen. Also alles, wofür man diese Sachen hier braucht, können wir dann einfach in einem Objekt haben. Und den Multicolor Wrench, den macht man eben aus einer roten, einer grünen, einer blauen, einer gelben und dem Wirecutter. Die habe ich dann alle schon mal eingekauft. Und die können wir dann alle zusammen craften. Den Ruler kann man auch wahrscheinlich nur, diese Sachen sind auch, kann man nicht zu anderen Sachen zusammenbappen, zusammencraften, sondern nur hierzu. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Multicolor Wrench, zack. Jetzt werden uns die Kabel auch angezeigt hier, die wir verlegt haben. Und dann können wir hier noch The Grand Design machen. Und das ermöglicht uns jetzt eben hier Mechanical Display Normal, Forced. Können wir sagen, okay, die Kabel sollen immer angezeigt werden, auch wenn ich das Gerät dafür nicht in der Hand habe. Dann können wir sagen, wie die Actuators angezeigt werden sollen. Dann können wir noch hier unseren Ruler an- und ausstellen. So, und hier das mit dem roten Kabel. Die ganzen Kabel, also wie die jetzt farblich angezeigt werden. Das würde dann so aussehen, so Sprite. Also hell, ganz normal. Und ein bisschen durchscheinend oder halt eben besonders auffällig. Genau. So, aber den wollen wir nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Der Kollege kommt hier in die Kiste. So. Brauchen wir nicht, ne? Dann können wir jetzt wieder zurück zu dem Sandbau mit den Viechern. So. Hui. Ja, ultra viel geangelt. Schon über 100 Angler-Quests fertig. Aber ich brauche immer noch eine Tackle-Box. Die droppt er mir einfach nicht nochmal. Na, wer kommt da, wer kommt da, wer kommt da? Hm? Jetzt traut er sich nicht her, oder was? Hier sind wir ja lang gelaufen. Genau, hier haben wir die Folge beendet, wenn ich mich recht entsinne. Also. Ah! Eine goldene Schatztruhe, da gehen wir doch mal hin. Nice, nice. Was ist das? Desert Fossil! Das habe ich noch nie gesehen. Nice. Das bauen wir uns jetzt ab. Oh yeah. Kann man halt auch in den
Extractinator so reinpacken. Und dann kriegt man da irgendein schmerziges Zeug raus. Geiler Kack, ey. Ich weiß gar nicht, ob man... Ich glaube, hier kann man sogar irgendwas Besonderes rauskriegen. Irgend so ein Pet kann man, glaube ich, rauskriegen, indem man Desert Fossil in den Extractinator packt. Können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das. Der C4-Fisch ist nämlich... Weiß ich nicht. Der ist zwar eigentlich cool, weil der relativ selten ist und man den beim Angeln nicht so leicht kriegen kann. Aber ich angle ja immer so viel, dass ich den dann immer locker habe. Ich habe jetzt auch schon mittlerweile wieder einen zweiten geangelt. Deswegen finde ich den nicht so cool. Nice, erstmal richtig schön viel Desert Fossil rausholen. Das noch Eisen ist, ne? Ah, egal. Wo war das jetzt? Hier direkt einfach nach rechts pullen. Nice. So, Extractinator mitnehmen. Oh, und unter uns ist noch mehr Desert Fossil. Nice. Nice, nice. Shoespikes. Nehmen wir mit. Truhe nehmen wir auch mit. Davon scheint es recht viel zu geben von diesem Desert Fossil. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einsammeln sollte. Oder ob ich das einfach mal irgendwann offscreen mache. Das ist nämlich eine ganz schöne Menge. Schaut euch das mal an, wie viel das ist. Alter. Das ist ja eine riesen, gigantische Menge. Hallo. Und unter uns kreuchen und fleuchen die Viecher wieder rum. Boah, schaut euch das mal an, wie viel das ist. Das ist unfassbar viel. Da freut sich der Alex aber ganz schön. Alter. Ich sammle das jetzt nochmal schnell ein und wenn wir jetzt aber gleich nochmal so viel finden, dann mache ich das lieber offscreen. Das dauert ja sonst viel zu lange. Sonst sind wir ja die ganze Folge nur damit beschäftigt, hier Desert Fossil abzubauen. Das wäre ja Quatsch. Alter, ist das nice. Gleich alles in den Extractinator. Na, vielleicht nicht alles, aber ich würde das ja tatsächlich mal ausprobieren, ob man dieses Pet kriegen kann. Und noch mehr Eisen, ey. Meine Güte. Wir wollen doch hier den Ort erkunden. Da kommen sie alle angerannt und angeflitzt. Unter uns ist noch eine Schatztruhe. Ich habe sie gerade durchleuchten sehen. Der ist ganz schön groß, der Tombcrawler. Ich nehme erstmal alles mit. Immer schön fleißig alles mitnehmen, was hier liegt. Wahrscheinlich sind wir dann gleich schon wieder voll mit unserem Inventar.
So, wo geht's denn noch weiter hier? Komm, da müsste noch mehr sein. Ja, komm doch her. Nerviger Wurm. Da geht's weiter, dann gehen wir da lang. Hallo. Oh. Die haben ein bisschen eng gegraben hier, die Gegner. Die kommen selber nicht durch ihre Gänge. Was ist das? Okay, nichts. Aua, Mann. Fiese Sau, den habe ich nicht gesehen. Ist hier gerade Schnee drin? Tatsache. Da oben ist übrigens nochmal Desert Fossil. Falls sich jemand wundert. Sieht Alex das nicht? Oh nein. Und hier rechts ist auch wieder welches. Ich sehe das wohl, aber ich will nicht die ganze Folge lang nur Desert Fossil einsammeln. Warum sind hier so viele Schneeblöcke? Also einfach hier mal nach unten buddeln. Ich erinnere mich noch, die waren mal ein echt schlimmes Problem für uns, die Gegner. Shit, jetzt habe ich ihn nicht besiegt. Mist! So. Geil. Ganz viel Desert Fossil. Licht machen hier vielleicht. Ist da noch was? Ich sehe da nicht so richtig interessante Sachen gerade. Was wohl der Tombcrawler so an Drops vielleicht hat, ob der auch irgendeine Art seltenen Drop hat. Weiter hier hin. So. Ups. Da war noch was. Da sind Gegner. Aha. Da will ich hin. Alter, wie viele von diesen Würmern kommen hier eigentlich? Schade, ich sehe keine Schatztruhe. Egal, ich grab uns erstmal noch ein kleines Stück weiter durch. Noch so ein Minütchen oder so und dann schauen wir mal, wenn wir dann nichts gefunden haben mehr, dann ist auch egal dann. Hier geht's ja direkt nach unten schon weiter, das sieht man ja sofort. So. Oh, eine Statue, die wir noch nicht haben. Doch, Gloom-Statue haben wir schon. Die haben wir schon. Naja gut, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal hier. Ich will nach Hause. Hab noch einen Freund zu Hause, ja. Was? Ach ja, die Fossil, okay. Mhm. Die
seid alle eine Etage tiefer. Equipment. Quick Shoe Spikes, 4% Movement Speed, 2% Critical Chance. Dann nehmen wir die. Wo sind die anderen jetzt? Schon weg? Achso. Ja, Shoe Spikes haben wir halt schon. Wir bräuchten Climbing Claws. Ansonsten nützt das nicht so viel. So, ich hau jetzt einfach mal 100 Desert Fossil hau ich jetzt einfach mal rein. In den Extractinator. 100. So. Bisschen Amber gekriegt. Was ist denn ein Sturdy Fossil? Ganz viel Erze und Gold und Silber. Also Amber, Zinn, Eisen, Gold. Sturdy Fossil. Can be placed on material. Da will ich mir mal angucken, was das ist. Kenne ich nämlich nicht. Dann zeig ich mal her. Wyatt? Was kann ich aus dem Sturdy Fossil craften? Die Fossilrüstung? Ich raste aus. Amberstar Bone. Boah. Alter. Ich werd bekloppt. Throwing Velocity, Throwing Damage und Critical Strike Chance. Also wenn man auf Wurfwaffen gehen will, dann lohnt sich das mit Sicherheit, das hier zu benutzen. Ich sehe das mal als Erz an. Das Spiel anscheinend nicht so richtig. Amber. Amber ist ein... wo bin ich denn hier? Amber ist ein Jewel Block. Und Desert Fossil kommt hier mit rein. Und die Claws wollten wir noch verkaufen, ne? Shop. Oh, ein Traveling Merchant. Wo ist er? Alex will etwas kaufen, ja. Was hat er denn? Ach, da ganz oben. Bisschen Rasenmähen hier. Hallo? Wieso bringst du mir immer nur ein Scheißchen? Ah ne, die Angel. Oh, die Angel, die will ich haben. Ja. Die ist zwar nicht so gut wie unsere goldene, aber... Oh, ich muss sie haben. Die... Will ich auch mal kurz ausprobieren. So. Damit läuft man noch mal ein Stück schneller. Na gut, okay, egal. Ist nicht so gut wie unsere Rüstung, aber ich wollte es mal... Irgendwas dachte ich wäre damit... Nee, ist auch egal. So. Equipment. Armor. Die. Sortieren. So. Und dann möchten wir noch zu den Fishing. Bait, Fish, Rods. Sortieren. So. Und jetzt ein kleiner Ausflug in die Unterwelt. Da waren wir nämlich noch nicht, da wollten wir als nächstes nochmal hin. Der Guide hat uns ja gesagt, wir können in der Unterwelt noch Sachen finden. Und dann schauen wir uns das natürlich mal ganz kurz an. Man sieht nichts. Aber gleich wird es hell erleuchtet sein, weil da ja alles voll mit Lava ist. Aua, Mann. So. Wir können ja mal ins Haus rein. Alter, was war das denn? So. Was gibt es hier? Es gibt hier Häuser. Oh Gott. Und Feuerimps. Und so eine Einrichtung. Ein bisschen.
Müssen wir mal gucken. Das, was hier liegt, hier, das da, diese Blöcke, das sind Ascheblöcke. Können wir auch abbauen. Ich würde die aber erstmal gerne liegen lassen. So, hier, das hier sind diese Fire Blossom Blumen. Die haben wir in unserem Garten aber schon, deswegen sind die jetzt nicht unbedingt hier wichtig einzusammeln. Und dann gibt es hier dieses, das Höllenerz. Hellstone. Und immer wenn wir einen Hellstone-Block abbauen, kommt da Lava raus. Komm her, Demon. So. Das heißt, man muss extrem vorsichtig sein, wenn man die abbaut. So. Das Haus hat keine Tür zu dieser Seite hier. Na tolle Wurst. So. Ja, ich würde sagen, wir machen hier nochmal wieder ein Päuschen und schauen uns dann in der nächsten Folge hier weiter um. Mal sehen, ob wir hier noch was Spannendes finden. Natürlich werden wir hier noch was Spannendes finden. Das ist quasi der letzte Teil vom Spiel, den ich richtig kenne. Denn bald geht es für uns in den Hard Mode. Da freue ich mich schon drauf. Oh, ich mich darauf freue. Ich freue mich darauf. Ja! Gut, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.